Hallo zusammen. Schön, dass es so voll wird. Es tut mir leid, dass wir nicht genug Plätze haben für alle, die stehen, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Alex, ich arbeite bei Accenture, bin der Host für eure heutige Masterclass. Und ich freue mich sehr, dass ich euch heute Tatjana Biallas vorstellen kann, Teamlead Media Sales für Deutschland, Österreich, Schweiz von Taboola. Ich glaube, dass wir alle auf jeden Fall sehr gespannt sein können, was sie erzählt, weil sie mir innerhalb von 5 Minuten schon so viele Sachen erzählt hat, dass ich denke, wow, das wird spannend. Ich freue mich drauf. Tatjana ist schon viele Jahre im Mediageschäft tätig, war bei der IP Deutschland, bei RTL, bei CNBC, wenn ich mich nicht täusche, auch international tätig. Und ich freue mich auf jeden Fall, das Wort an Sie zu überreichen. Es gibt noch 2 Sachen. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, diese Masterclass ist auf Deutsch. This masterclass will be held in English, so if someone is not speaking German, I'm very sorry, but I think you should leave. And yeah, obviously, yeah, if anyone is here an English speaker, right, I could have done this in English, but this is now a German session, so if you're interested, just get in touch and I can do a webinar in English or something at some point. Wunderbar. Außerdem noch ein kleiner Hinweis. Unter euren Stühlen findet ihr Zettel. Bitte benutzt den Zettel direkt unter eurem Stuhl. Das ist wie im Flugzeug mit der Warnweste. Was damit passiert, weiß ich nicht, aber das wird Tatjana euch gleich sagen. Deswegen herzlichen Applaus bitte einmal für Tatjana und viel Spaß. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, hallo zusammen. Moin. Wie ich gelernt habe, wie man sagen muss, ich komme eher aus dem Süden. Deswegen, wenn mir mal ein schwäbisches Wort rausrutscht, wisst ihr schon mal, woher ich komme. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute hier sein kann. Ist auch Taboolas erste Masterclass auf der OMR. Ihr seht hier das Thema Content that Converts. Ich habe mir halt gedacht, in den letzten 1,5 Jahren ist über meinen Schreibtisch wahnsinnig viel Content gegangen. Ne? Ist auch mein Key Job. Ne? Also ich bin erster Ansprechpartner für Werbekunden, die bei Taboola buchen wollen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass wirklich wahnsinnig viele Leute einfach denken, okay, ich muss Content machen, jeder soll einen Blog haben, jeder soll ein Magazin auf der Seite haben. Und am Ende des Tages reicht es halt einfach nicht nur, dass man Klicks auf die Seite bekommt, der User soll ja auch irgendetwas tun. Ne? Und da fällt mir halt schon auch auf, dass viele Content falsch einsetzen. Und ich weiß, dass am Ende des Tages eigentlich darum geht, dass man natürlich auch einen Return on Ad Spend hat, einen Return on Investment. Deswegen will ich euch heute wirklich ein paar Punkte mit auf den Weg geben, wie ihr Content richtig einsetzen könnt. Und dazu will ich folgende Fragen beantworten und euch mit auf den Weg geben. Also erstmal ganz simpel, wie kann Content bei Performance-Kampagnen eingesetzt werden? Also wenn jetzt hier jemand keine Lead- oder Conversion-Kampagnen macht, für den wird es heute leider nicht so spannend, tut mir wahnsinnig leid, aber so ist es jetzt nun mal. Dann das Zweite, wie sollte eine Content-Landing-Page gestaltet sein? Also wir werden wirklich drauf eingehen, was muss auf der Landing-Page sein, dass dann auch jemand sich registriert und konvertiert. Und natürlich ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, wie sieht eigentlich so ein Werbemittel im Vorfeld aus? Heißt, na, wir brauchen ja irgendwas, um den User erstmal auf eure Landingpage zu bekommen. Und dann letzte Frage, die ich beantworten will, mit welchem US-Politiker George Clooney verwandt ist und was das alles dann auch mit Content zu tun hat, wer aufpasst, der kriegt das später mit. Zu den Zetteln will ich noch eine Sache sagen. Ich wollte es ein bisschen interaktiver machen und wenn ich jetzt eine Stunde quatsche, will ich halt auch gucken, ob ihr irgendwas mitgenommen habt. Deswegen, wer aufpasst und nachher interaktiv sein will, der kann das gerne tun. Jetzt vorab vielleicht mal kurz mit Handzeichen, wäre es für mich ganz spannend zu wissen, wer weiß denn, was Taboola macht? Okay, und wer könnte es seinem Nebenmann erklären? Okay, da ist jetzt nur noch 1, 2 übrig. Okay, also machen wir da ganz kurz, bevor wir jetzt einsteigen, muss ich dann erklären, was Taboola überhaupt ist. Ihr habt wahrscheinlich schon mal so eine Art von Anzeigen gesehen. Wir nennen sie Native Ads, Sponsored Content, Recommendation Ads und auch in Deutschland sagen wir sehr gern einfach Bildtext dazu. Also die Logik ist einfach ganz simpel. Ihr seid auf einer Nachrichtenseite unterwegs, kann zum Beispiel hier in Deutschland Welt.de, T-Online, Sport1.de sein. Ihr lest einen Artikel oder konsumiert ein Video, ne, und kommt ans Ende von eurem Content und dann auf einmal taucht eine Empfehlung auf. Das ist genau das, was wir bei Taboola machen. Na, also unser Job ist es, sicherzustellen, basierend auf eurem User-Behavior, dass wir euch den richtigen Content vorschlagen, je nachdem, wo ihr gerade seid, auf dem Mobile-Phone, auf dem Desktop, auf dem Tablet. Und das Ziel wirklich von unseren Anzeigen ist es, super simpel und auch sehr native zu sein. Das heißt praktisch, das Look and Feel, das Design, ist jeweils auf den jeweiligen Partner angepasst. Ne? Und ihr seht ja auch, es ist ganz einfach, es ist eine Headline und es ist ein bisschen Bild.
Und ich werde halt oft gefragt, habt ihr denn auch andere Formate? Und ich bin jetzt froh, dass ich hier auf der OMR bin und endlich mal ankündigen kann, ja, wir haben nicht nur ein Format, wir haben jetzt auch bald ein neues Format. Und das wollte ich euch natürlich zeigen. Und zwar hat Taboola letztes Jahr eine Video-Company gekauft, Convert Media. Kennt man vielleicht hier in Europa nicht so sehr, aber es ist ein Mitbewerber von Teats, die man doch wirklich schon sehr gut kennt aus den USA. Also es ist Outstream Video. Und was wir praktisch machen, jetzt wir sagen, okay, statt dass das Video irgendwo auf der Seite aufpoppt, wäre es doch eigentlich viel schöner, wenn das Video da eigentlich erst abspielt, wenn man den Artikel zu Ende gelesen hat, wo es einen auch dann gar nicht mehr stört. Und dann fängt es erst an zu spielen. Das heißt, wenn jemand von euch Branding eher macht und wirklich Brand Awareness braucht, dann ist das eine sehr spannende Plattform, die wir jetzt haben. Und hier nochmal kurz auf Desktop. Also das ist auch schon das Einzige, was ich so wirklich zu unserem Produkt sagen wollte. Ihr habt hier eine Salesperson und ich verspreche, es werden jetzt keine 50 Slides über unser Produkt sein und warum wir so toll sind, sondern ich will euch wirklich Handlungsempfehlungen zum Thema Content geben. Dazu ist wahnsinnig wichtig, überhaupt mal zu verstehen, wie ordnen wir eigentlich so einen Kanal wie Taboola im Internet ein, also im Online-Business ein. 20% unserer Zeit online verbringen wir damit zu suchen. Na, das machen wir auch alle sehr gut, weil wir haben natürlich auch bestimmte Dinge, die wir finden wollen. Dann gehen wir zu unserer Suchmaschine des Vertrauens und kriegen dort die Ergebnisse. Das ist sehr, sehr intentgetrieben, na, wie ich gesagt habe, mit einem großen Vorsatz. Die anderen 20% unserer Zeit online verbringen wir im Social. Na, jeder geht zu Facebook, jeder möchte gern wissen, was machen eigentlich seine Freunde, man bleibt in Kontakt. Social Media ist aber heute eigentlich viel mehr als das. Ne? Man geht mittlerweile ja auch auf Facebook, um wirklich Nachrichten zu lesen. Man will neue Produkte kennenlernen, neue Services entdecken. Und das nennen wir eigentlich Discovery. Und Taboola bringt diese Art von Discovery, dass Leute etwas Neues entdecken, von dem sie noch nicht mal wussten, dass es existiert, ins Open Web. Also unsere Kategorien nennen wir wirklich Discovery. Und damit helfen wir natürlich auch den Publisher-Seiten, weil die sind davon abhängig, dass User auch noch auf ihre Seiten klicken und nicht nur ihre Zeit in einem Walled Garden verbringen. Und das ist unser Job. Wenn ihr euch jetzt mal an euch selber denkt, wenn ihr Artikel lest und Videos schaut, in welcher Art von Mindset seid ihr da eigentlich? Wir nennen dieses Mindset Discovery Mindset, ne, passend zu unserer Beschreibung. Und was es eigentlich bedeutet, ist, wenn ihr Artikel lest, Nachrichten lest, die Updates anguckt, wie der HSV am Wochenende verloren hat, kann ich als Bayern München-Fan vielleicht sagen oder vielleicht auch nicht. Okay. Wenn ihr in diesem Set drin seid, habt ihr auf jeden Fall Zeit mitgebracht. Das heißt, ihr seid offen, Neues zu entdecken, ihr konsumiert Content, na, ihr seid ready, auf die nächste Sache drauf zu klicken. Was aber ganz wichtig jetzt fürs Performance-Marketing ist, niemand war auf der Suche nach einem Produkt oder einem Service. Ne? Man ist am Content lesen, ne? man macht nichts anderes. Das heißt, wenn ihr wollt, dass die auf eure Native-Ad klicken und danach kaufen oder sich registrieren, müsst ihr ihnen auch wirklich einen Grund dafür geben. Ne? Wir wollen natürlich alle diese Gesichter haben. Jeder möchte gerne den User sofort konvertieren, am besten in der ersten Session. Lange soll es auch nicht dauern, ne? Weil die meisten von euch haben wahrscheinlich eh nur ein Last-Click-Modell, was natürlich nicht so gut ist. Und ja, das ist eigentlich das Bild, was wir haben wollen. So sehe ich dann auch aus, wenn ich in der Lunchbreak mein paar Schuhe für den Tag geshoppt habe. Und das will ich heute wirklich erreichen. Welche Art von Content ihr braucht, damit wir diese Art von User bekommen. Und dazu machen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz einen Ausflug ins Marketingstudium. Ihr könnt das nochmal kurz lesen, während ich einen Schluck trinke. Das sollte aber hoffentlich nichts Neues für euch sein. Wir haben ganz klassisch die vier Stufen, ne, von Awareness, Consideration, über die Decision bis zur Loyalty. Die heute in grün sind die zwei Stufen, die ich speziell betrachten möchte. Na, ich habe ja gesagt, Awareness können wir wann anders machen. Heute geht es darum, wie generiere ich ein Lead und eine Conversion mit Content. Und was ich hier erstmal sagen möchte, ist, dass die meisten, die auf mich zukommen, Content haben, der für Stufe 1 ist, der aber ein Ziel für Stufe 2 oder 3 erfüllen kann. Na, und da stimmt ja schon was nicht. Das heißt, wir brauchen wirklich Content, der für die jeweilige Stufe gemacht ist. Na, man kann nicht mit einem schönen Blog oder einem Rezept, die fünf frischen Rezeptideen für den Sommer, nachher eine Box für ein Abo, dafür ein Lead generieren. Also es muss einfach passen. Und ich stelle jetzt einfach mal einen Raum, dass man ja einfach Content kreieren könnte und produzieren könnte, der aufs Produkt bezogen ist und auf den USP. Und dazu habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht.
Wir hatten vor einiger Zeit einen Online-Dating-Anbieter, der zu uns gesagt hat, Mensch, wir würden so gerne Traffic auf unsere Seite bekommen. Wir haben auch einen wahnsinnig tollen Blog und das Magazin besteht auch bereits. Was können wir jetzt tun? Na, erste Frage von mir ist dann immer, was habt ihr denn überhaupt für Content? Und da haben sie mir gesagt, das klang auch super schön, 12 Tipps, wie du beim ersten Date jemanden beeindrucken kannst. Na, erster Gedanke von mir war dann, ja, 12 Tipps ist super, ne? So eine Liste, da klicken auch wahnsinnig viele Leute drauf. Das ist schon mal gut. Und mit Dating hat es ja auch irgendwie was zu tun. Dann aber jetzt einfach mal ganz wichtig für uns Marketing-Leute, wir müssen uns dann auch mal reinversetzen, wer braucht denn diese Art von Content überhaupt? 12 Tipps fürs erste Date. Das ist ja eigentlich in der Regel schon mal jemand, der vielleicht ein Date in Aussicht hat, da ist schon mal was angebandelt. Der braucht ja eigentlich keine Online-Dating-Site mehr, ne? Weil der hat schon was in Aussicht. Dann haben wir zu unserem Kunden gesagt, okay Mensch, Ansatz ist gut, wie wäre es denn aber, wenn wir den Content ein bisschen umschreiben, auf dein Produkt bezogen, 10 Gründe, warum du erfolgreich Online-Dating nutzen kannst. Dann haben sie gesagt, ja, keine schlechte Idee, probieren wir mal aus. 10 Gründe sind ihnen dann leider nicht eingefallen, dafür aber 8 und das Ergebnis war wahnsinnig gut. Ihr seht hier, das ist die Conversion Rate und wir haben hier 12% für den Artikel, den wir empfohlen haben, versus 2-3% von ihrem Artikel und wir haben hier ein Lead-Generierungsziel gehabt und da ist natürlich ganz klar das Ziel, die Conversion Rate so hoch wie möglich zu machen. Na und was in dem Zuge ganz wichtig ist, jetzt habe ich kurz angesprochen, was die Werbemittel angeht, die Headline ist natürlich zentral, ne? Und genauso auch die Zahl, die man da verwendet. Also so eine Liste ist schon wahnsinnig gut. Ich habe euch da aber nochmal so ein paar andere Schlagwörter mitgebracht, die man einfach in der Headline drin haben muss, wenn es um eine Conversion-optimierte Kampagne geht. Und das sind jetzt keine spannenden Sachen dabei. Ne? Da geht es darum, wenn ihr einen App-Download promotet und der User wegklickt und dann im App-Store landet, dann sollte der vielleicht vorher auch wissen, dass es um einen App-Download geht. Ne? Dann sollte das nichts Breites und nichts Kryptisches sein, sondern wirklich darauf eingehen. Genauso wie so Schlagwörter kaufen, buchen, reservieren. Wenn ihr ein Produkt direkt verkaufen wollt nach dem nächsten Klick, dann brauchen wir das halt eben auch auf der Seite. Im Werbemittel, sorry. Genauso wie was sehr gut funktionieren kann, ist, wenn man in einem bestimmten Preissegment drin ist, dass man einfach direkt ins Werbemittel reinschreibt, unter 100 Euro. Ein paar von euch werden jetzt sagen, ja, aber da geht die CTR, also die Klickrate, so stark zurück. Das ist auch der Fall, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ne? Wir wollen ja auch keine Leute auf der Seite haben, die es sich nicht leisten können. Wir müssen die User vorqualifizieren und das tut ihr eben mit diesen Wörtern. Na, auch was Zielgruppen angeht, wenn ihr Männer ansprechen wollt, dann schreibt das auch rein oder hier in dem Fall Hausbesitzer, Teste etc. Was aber auch noch ganz wichtig ist in Kombination mit diesen Schlagwörtern oder Keywörtern, ist, dass ihr schon auch irgendwo eine Emotionalität drin habt in eurer Message. Weil, wie nochmal gesagt, wir sind im Discovery-Mindset. Das heißt, wir sind nicht am Shoppen, jedenfalls nicht alle von uns. Die meisten sind dann wirklich am Lesen und denken nicht schon wieder an die nächsten paar Schuhe. Sondern ihr müsst es praktisch schon aufladen mit irgendwelchen starken Adjektiven oder tollen emotionalen Substantiven wie Revolution. Oder im Fashion-Bereich der Trend. Na, das ist natürlich ein tolles Wort, wo Leute dann auch draufklicken, weil es sie anzieht. Also wir müssen diese Keywörter mit emotionalen Wörtern verknüpfen. Na? Und da wollen wir nicht clickbaity sein. Das kann man sicherlich einem Anbieter wie Taboola manchmal unterstellen. Das sind dann aber auch die, die es nicht richtig machen. Gerade fürs Performance-Marketing müssen wir die Balance finden aus einem guten CTR, einer guten Klickrate und wirklich einer tollen Vorqualifizierung, dass die Conversion Rate auch stimmt. Neben Texten, habe ich ja gesagt, sind Zahlen sehr wichtig. Und da haben wir mal global eine Analyse uns angeguckt, welche Zahlen denn eigentlich am besten performen. Und ich war wahnsinnig überrascht, weil ganz ehrlich, ich habe da überhaupt keine Meinung dazu gehabt, welche Zahl wohl besser funktioniert. Aber es ist die 7. Ne? Psychologisch taucht die oft auf, 7 Sünden, na da ist irgendwas, da will man dann halt auch drauf klicken. Macht bitte nicht die 6, weil die 6 international performt überhaupt nicht. Die 2 performt noch ganz gut und wir haben uns überlegt, warum 2? Wahrscheinlich, weil Leute relativ wenig Zeit haben und wenn man weiß, man kriegt nur 2 Punkte, dann ist auch die Landingpage relativ kurz. Also na, umso länger die Zahlen werden, umso schlechter wird eigentlich auch geklickt, weil keiner will auf 99 Punkte lesen, na? Da wird man ja erschlagen. Also hier noch einfach kleiner Fact, probiert mal, wenn ihr sowas habt, einfach mal die Zahl 7 aus und hoffentlich fallen euch dann auch ein paar Gründe ein, wenn ihr nur 5 habt, vielleicht kann man noch 2 überlegen, was denn eigentlich für den User sinnvoll ist, warum er das Produkt nutzen soll. So, neben Text, Headlines und Zahlen ist natürlich ein ganz, ganz starkes
Mittel, um einen User auf eure Landingpage zu kriegen, ein Bild, ein Motiv. Und ich glaube, es sollte keine Überraschung sein, dass Menschen und vor allem Close-ups von Gesichtern Leute ansprechen. Das haben wir auch alle schon 100 Mal gehört. Leider in meinem Alltag setzen es dann die wenigsten um, dann wollen sie immer ihre Produkte im Fokus haben und ich verstehe das auch. Aber vielleicht kann man da schon, wenn man sich Bilder aussucht oder Shootings macht, dran denken, dass Bilder, wo Menschen praktisch mit dem Produkt interagieren, einfach viel besser sind. Hier auch nochmal, CTR geht eben auf jeden Fall hoch, was halt schön ist. Okay, Discovery Mindset haben jetzt, glaube ich, alle verstanden, ne? Wir sind nicht am Kaufen. Und wir haben auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Na, ihr kennt es von euch selber. Ihr klickt auf eine Seite und ihr entscheidet von Sekunden, ob ihr auf der Seite bleibt oder nicht. Na, deswegen ist es auch ganz wichtig zu beachten, wie lesen denn Leute eigentlich? Na, und es ist keine Überraschung, dass 70% der Leute Skimmer sind. Na? Und ich denke auch viele von euch, ihr kennt das, ihr kommt auf eine Seite, ihr lest nur ganz schnell die Subheaders und springt von Paragraph zu Paragraph und überlegt eigentlich, okay, ist das jetzt spannend für mich? Na? Deswegen heißt auch für Landingpages, wenn ihr an Text arbeitet, versucht den aufzustückeln, wirklich in Paragraphen und den kurz zu halten. Na? Nicht länger als 3-4 Sätze in einem Paragraph und immer wieder Subheaders dazwischen, weil sonst verliert ihr Leute einfach ganz schnell. Also gerade bei Seiten mit hohen Bounce Rates ist es der Fall, dass einfach der Text viel zu viel ist auf einen Schlag oder auch zusammengedrückt ist. Na, da einfach darauf achten, dass ihr da eine angenehme User Experience macht. Und in dem Zuge ist natürlich auch ganz wichtig, wie viel Text soll man denn immer schreiben? Ich werde das ganz oft gefragt. Und es gibt keine perfekte Antwort, aber wir sind irgendwo so, wenn wir uns gut performende Artikel angucken, zwischen 300 und 600 Wörtern. Wenn jetzt jemand hier aus dem B2B-Bereich da ist, da gerne etwas mehr, weil da wissen Leute einfach auch, na, ihr kennt es im Büro, da muss man halt auch mal durch einen Text sich durchquälen. Da 800 bis 1000 Wörter ist aber auch bei mir dann die absolute Schmerzgrenze. Und daneben ist natürlich noch wichtig, wie ich gesagt habe, kleine Abschnitte, na, der Text soll niemand erschlagen. Und was wahnsinnig wichtig ist und was viele vielleicht, ihr wollt ja dann eine Conversion generieren und dann taucht direkt ein Pop-up auf, wenn man auf die Seite kommt. Da vielleicht lieber eher einen Timer einstellen, dass es auftaucht nach ein paar Sekunden erst, dass der User sich erstmal an die Seite gewöhnen kann. Ja, ich sage auch immer, und das kommt von der Sales-Person, inform first, sell second. Na, das heißt, wenn jemand auf eure Seite kommt, sie wollten nicht shoppen, also leitet erstmal ein, na, holt sie erstmal ab, erklärt erstmal, welchen Mehrwert denn eigentlich euer Produkt liefern kann. Na. Informiert sie oder entertaint sie, das sind eigentlich so die zwei Strategien, wo ich sage, wo man den User fesseln kann, entweder ihr gibt ihm Mehrwert oder ihr bringt ihn zum Lachen. Und dann habt ihr mehrere Abschnitte auf der Landingpage, wo ihr ihn dann slowly in die Conversion reinbringen könnt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, na, bei so einem Kanal wie Discovery, wenn ihr mit Taboola zusammenarbeitet, na, wie gesagt, die User haben nicht geplant, jetzt einzukaufen. Deswegen muss man ihnen vielleicht auch einen kleinen Anreiz hier und da geben. Ne? Ich habe ganz viele unter euch, die auch teilweise sehr teure Produkte verkaufen wollen. Und da ist es wohl dann selbstverständlich, dass der User sich innerhalb von Sekunden entscheiden soll, ob er dann eine Reise bucht, eine Kreuzfahrt für mehrere tausend Euro. Das passiert halt nicht ohne Anreiz. Ne? Also überlegt euch doch da gleich, wenn ihr so einen Kanal wie Discovery oder Content gut nutzen wollt, dann müsst ihr diesem User auch einen anderen Anreiz geben, als jemand, der über Search kommt, weil die hatten ja einen Intent und einen Vorsatz. Eigentlich ganz simpel, es muss auch nicht immer monetär sein. Wir sehen halt auch, wenn User irgendwas dafür zurückgeben, dass sie sich ihre E-Mail-Adresse abgeben, sei es zum Beispiel, na, man bekommt irgendwie ein Infopaket oder vorher hatte ich von Rezepten gesprochen, wenn man danach personalisiert für sich ein Buch an Rezept kriegt, dann gibt man auch mal seine E-Mail-Adresse ab, ne? Keine Frage. Und was wir auch gesehen haben, wenn wir so erfolgreiche Kampagnen vergleichen, dass es ein bestimmtes Format gibt, bei der Lead-Generierung jetzt speziell, was sehr gut funktioniert. Und zwar nenne ich das ein Quiz. Na, ihr könnt ja mal kurz nachdenken, wenn ich nochmal einen Schluck trinke, was wohl ein Quiz sein könnte auf einer Landingpage. Und zwar geht es darum, den User gleich mal so in eine Art Fragebogen oder auch Spiel reinzukriegen. Na, dass der auf jeden Fall engaged ist und was tun muss. Und die Idee ist oft, wenn ihr euer Produkt personalisieren könnt, ist es halt super, wenn am Ende von so einem Fragebogen was rauskommt, wo ich weiß, okay, das ist jetzt nur auf mich zugeschnitten, dann ist es halt auch viel schöner, dann klicke ich mich auch mal durch Schritte durch. Um das mal kurz transparent zu machen, ich habe hier ein super Beispiel von einem Kunden von uns. Warte mal, wo muss ich klicken? Hier. Warum geht es jetzt nicht mehr? Technik!
ging doch so wunderbar. Hier, okay. Zwei. Also, na, mal zumindest die Frauen unter euch. Wer würde denn, nachdem er so eine Headline gelesen hat, sich nicht registrieren? Also ich würde gerne ein paar Schuhe umsonst bekommen, dafür beantworte ich gerne auch 10 Fragen. Also was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, überlegt euch genau für eure Zielgruppe, welchen Anreiz kann man denn geben, dass die euch was zurückgeben. Ihr wollt ja von denen eine E-Mail-Adresse, ihr müsst ihnen irgendwas geben, sei es monetär oder eben irgendeine coole Geschichte. Und ich habe euch da auch wieder die Zahlen mitgebracht, wie das dann eigentlich performt hat im Vergleich. Wir schauen uns jetzt hier wieder die Conversion Rates an vom Quiz, so nennen wir das praktisch, 6% versus 2% Conversion Rate. Na, und das ist eigentlich ein absoluter No-Brainer, dass man sich mal überlegt, wie man das für sein Produkt machen kann. Allerdings, jetzt kommen wir zum einen der wichtigsten Slides und ihr werdet sicherlich überrascht sein, weil es so was ganz Simples ist. Ich sehe aber so viele Content-Seiten mit einem Performance-Ziel und es gibt keinen Call to Action. Freunde, der Call to Action ist das Allerwichtigste. Und wenn ich das jetzt sage, denke ich einfach, das klingt so simpel, warum sage ich das überhaupt? Aber Call to Action sind unglaublich wichtig, weil wir haben den User auf die Seite geholt, er lässt sich auf euch ein und jetzt müsst ihr den aber an die Hand nehmen und Schritt für Schritt dazu kriegen, dass er sich auch registriert oder einen Kauf tätigt. Ne? Und wenn der Button halt irgendwo ganz rechts oben klebt und er aber 800 Wörter lesen musste, um runterzukommen, ja, glaubt ihr denn, der scrollt wieder hoch und sucht den Button? Nee, der muss dann auch wirklich sichtbar sein. Und was wir da sagen, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn man die Call to Actions nicht wie eine Display-Ad irgendwie in Buttonform irgendwie besonders groß und flashy macht, sondern im Text relativ simpel mit einfachen Links und dann den Text auch so gestaltet, dass der Call to Action dann auch Sinn macht. Und auch gerne mehrere. Weil es gibt sicherlich User, die kommen auf eure Landingpage und denken schon nach einem Abschnitt, Mensch, das Produkt ist super, ich will mich eigentlich gleich registrieren. Und wenn die dann gleich eine Möglichkeit haben, ist es halt klasse. Und für die anderen, die ein bisschen länger brauchen, einfach entsprechend noch mal ein bisschen Text wieder in einem Abschnitt und dann danach wieder ein Call to Action. Dann solltet ihr auch dieses Happy Face zu sehen bekommen. Jetzt habe ich relativ viel schon zur Registrierung gesprochen und ich bin sicher, nicht alle von euch hier haben ein Lead-Ziel, sondern auch ein CPO, sprich ein Conversion-Ziel. Und da muss ich euch wirklich sagen, da ist weniger Content manchmal mehr. Warum? Wenn ihr halt wirklich in dem ersten Moment, in der ersten Session was verkaufen wollt, dann habe ich ja gesagt, dann müsst ihr im Werbemittel entsprechend schon Keywords nutzen, die das auch andeuten. Und wenn dann der User auf die Seite kommt, dann will der auch nicht mehr lesen, dann ist er schon drin im Shoppen und das braucht er dann auch. Also hier als Beispiel, wenn es um den Möbelkunden geht, 5 Wohnzimmertrends unter 100 Euro, da sollten dann auch in der Regel Leute draufklicken, die halt irgendwie denken, ja Mensch, mein Wohnzimmer braucht jetzt im Frühling ein bisschen neue Deko, die gerade umgezogen sind. Und was halt auch schön ist, wieder der Price Point, na, dass man wirklich die abholt, die sich auch leisten können. Na, und da macht es dann auch echt Sinn, wir sagen bei Taboola, leitet dann nicht auf eine Content-Seite, sondern leitet in euren Shop, leitet in eine Kategorie rein. Und wenn ihr Content benutzen wollt, was ja auch super ist für die User, die man ein bisschen abholen muss, dann einfach ein Stückchen Text am Anfang und dann direkt die Produkte darunter. Und wenn wir jetzt zu den Produkten kommen, ist auch super spannend, was ich nicht gedacht hätte, wenn man sich mal fragt, welche Produkte kaufen denn die User? Na, ich dachte immer, das sind die man auf der Landingpage findet. Ne? Aber wir haben unsere Zahlen angeguckt bei uns im Netzwerk weltweit. 74% der Leute, die dann auf einer Landingpage shoppen, die kaufen gar nicht die Produkte von der Landingpage. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, aber das Gute ist, sie kaufen sie ja. Das heißt, für euch ist einfach nur, wenn ihr in der Konzeptionsphase seid und im Design drin seid, wichtig zu wissen, dass ihr entsprechend einfach schon mal Links macht, ne? Dass der User praktisch einfach in eine andere Kategorie reinkommt, wenn der irgendwie auf eine Seite kam, wo es um Sofas ging und er will jetzt doch einen Spiegel kaufen, dann sollte er relativ schnell finden, wie komme ich denn zu der Seite mit den Spiegeln. Na, einfach das im Hinterkopf behalten, weil das fand ich unglaublich spannend und hätte ich so jetzt nicht erwartet. Ihr habt schon gemerkt, es gibt einige Fallgruben und einige tückische Fehler, die man machen kann. Und wenn ich die vielleicht nochmal so zusammenfasse, ist sicherlich, wenn es um Content geht, immer das allererste, dass ihr wirklich Content nutzen sollt, der für den richtigen Step im Funnel ist. Also Brand Awareness braucht eine andere Strategie als Consideration und Decision. Dann oft am Werbemittel, keine so eine reißerische Sprache. Ne? Versucht euch wirklich aufs Produkt und auf den USP zu fokussieren und dann sollte das auch sehr gut funktionieren. Ich werde oft gefragt, wie lang soll eigentlich so ein Headline sein? Na, und wir sagen halt, okay,
Schaut euch mal an, wer richtig knackige Headlines schreibt. Und ich weiß, unter euch sind wahrscheinlich viele Bildleser, die geben das nie zu. Aber ich kann euch nur empfehlen, die Bild zu lesen, wenn es um Werbetexte geht. Ne? Da könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden. Die machen das kurz und knackig und, so, und wissen auch, wie man Leute auf eine Seite kriegt. Also das kann ich nur empfehlen, so als kleiner Tipp. Call to Actions habe ich gesagt, Texte zu lang. Und im Idealfall ist immer so, ohne AB-Test wissen wir es halt auch nicht. Auch ich nicht, ne? Obwohl ich jetzt schon mit so vielen Marken in den letzten 1,5 Jahren bei Taboola zusammengearbeitet habe und manchmal schon so ein Bauchgefühl habe und weiß, das kann hier nicht funktionieren, das funktioniert da eher. Testet es doch einfach aus. Ne? Das macht man im echten Leben auch so. Dann kauft man halt mal mehrere Sachen ein, nimmt sich 2 Shirts mit, probiert sie erstmal zu Hause an, gibt dann 1 wieder zurück. Genauso müssen wir das hier auch machen. Jetzt kommen wir endlich zu meinem Lieblingsslide. George, wir hatten nämlich einen AB-Test. Und zwar, ich weiß nicht, ob es jemand schon mal wusste, das ist der Politiker, mit dem er verwandt ist, Abraham Lincoln. Und ich finde auch so, im Alter werden die ja auch immer ähnlicher. Ne? Also nicht ganz, George hat schon eine schönere Nase. Was denkt ihr denn mal kurz mit Handzeichen? Welche Headline würdet ihr sagen, spricht euch mehr an? A? Okay, okay. So ein paar verhaltene Hände. Komm, George ist schon sexy. Ne? B? Also da auf jeden Fall merke ich eine bessere Reaktion. Wir sind ja hier auch bei den Rockstars und ihr seid wohl auch schon Rockstars. Ne? War tatsächlich der Fall und ich hätte es nicht erwartet. Die Headline von Abraham Lincoln hat 6-mal besser performt als die von George Clooney. Na, was ich damit nur sagen will, ich habe die Annahme getroffen damals, es wird George sein und er war es halt nicht. Und es kann keiner vorhersehen, deswegen testet es doch einfach. Ne? Kommt nicht nur mit einem Werbemittel an, bitte. Probiert gleich mehrere aus, seid da verrückt und kreativ. Weil wenn ihr es nicht ausprobiert, werdet ihr es niemals rausfinden. Und in dem Fall haben wir es natürlich auch nur rausgefunden, weil wir mitgetrackt haben. Auch so ein leidiges Thema in unserer Industrie. Ja? Jeder möchte Conversions erreichen und Leads, aber dann will nachher keiner tracken oder kein Pixel auf der Seite haben. Ja gut, dann können wir halt auch nicht optimieren. Also das ist halt eine so eine Sache. Bitte auf jeden Fall dran denken, wenn ihr Registrierung haben wollt von einem Kanal wie unserem, dann müsst ihr uns auch irgendwas geben da wieder. Wir brauchen irgendeine Transparenz, um zu wissen, was passiert mit dem User-Post-Click. Weil wir wissen nur, okay, er hat geklickt, aber was dann passiert, das wissen wir eben nicht. Und dazu brauchen wir eben ein vernünftiges Tracking und wir brauchen vor allem auch Pixel auf der Seite. Ne? Gut, wenn ich so immer auf die Uhr hier gucke, das habe ich mir als Reminder gemacht, muss ich auch auf jeden Fall zwischen der Zeit sprechen von ersten Klick zur Conversion. Na, je nachdem, was ihr für Produkte und Services habt, kann da eine riesen Bandbreite dazwischen sein. Na, gerade vorher habe ich die Kreuzfahrt angesprochen. Also wenn ihr nicht auf eine Single-Kreuzfahrt geht, muss man in der Regel schon mit seinem Partner nochmal absprechen, wo gehen wir denn dieses Jahr hin, Urlaub einreichen. Na, da sind einige Tage dazwischen. Und auch bei der Lead-Generierung können Tage dazwischen sein. Na, manchmal muss man sich gerade nochmal Gedanken machen, wenn es um Finanzprodukte, Insurances geht, wo einfach mehr Zeit benötigt wird, um sich nochmal zu informieren. Und da ist es dann halt schade, ne, wenn man kein Retargeting macht. Ne? Das ist auch unbedingt was ich ansprechen wollte. Und hier nochmal ein kleiner, die Salesperson in mir, Taboola, bietet auch Retargeting an, falls ihr da Interesse habt. Ne? Wir machen internes, sowohl externes Retargeting, kurze Erklärung. Internes Retargeting ist, wenn ihr eine Prospecting, also eine Neukundenkampagne mit uns habt, können wir dann genau die User zurückholen, die beim ersten Mal zwar geklickt haben, aber noch keine Conversion oder kein Lead generiert haben, ohne Pixel. Bei der externen Retargeting-Kampagne ist es dann so, da brauchen wir dann einen Pixel auf eurer Seite, wo wir auch ein bisschen Zeit brauchen, bis sich dieser Cookie-Pool auch auffüllt, damit wir genug Leute haben und Reichweite reinkriegen, die wir dann zurückholen können. Also das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig und ich habe euch hier wieder Stats mitgebracht in unserem Netzwerk, jetzt speziell, wie lang denn eigentlich die Time zwischen der Conversion ist. Und zwar kurz die Achsen erklären. Hier unten haben wir den Dollar-Amount, was praktisch das Produkt kostet. Und auf der Y-Achse haben wir die Tage zwischen Time und Conversion. Ich gehe mal auf die Seite und trinke einen Schluck, während ihr fleißig Fotos macht. Wunderbar. Und sind ein paar Sachen hier dabei, die vielleicht keine Überraschung sind, wie zum Beispiel die 2 Produkte hier auf der rechten Seite, die natürlich sehr lange dauern, aber auch sehr teuer sind. Das ist natürlich, wenn wir Luxusmode sprechen und Möbel, das sind natürlich hochpreisige Produkte. Ne? Da dauert es einfach ganz normal seine Zeit. Aber auch trotzdem ganz interessant, wenn ihr euch diesen orangenen Ball auf Nummer 8 anschaut, das ist speziell Frauenmode.
Und da ist es im Vergleich zu dem dunkelblauen Ball sehr spannend, dass Frauen viel länger brauchen als Männer, obwohl Männer mehr ausgeben dann. Und es liegt sicherlich daran, ich kenne das auch von mir, ne? Man packt mal was in den Warenkorb rein und dann muss man mal nochmal überlegen und dann hat man nochmal 3, 4 andere Shops, wo man das dann nochmal vergleichen muss, bis man dann kauft. Und der Mann ist halt dann eher mehr der Impulskäufer, der macht das dann einmal, zack, und dann ist es passiert. Also mit dem Slide will ich euch halt auch wirklich nur sagen, bitte denkt daran, da ist eine Zeit dazwischen und wenn ihr sinnvoll einen Kanal wie Discovery nutzen wollt, funktioniert es nicht ohne Retargeting, mit Last Click werdet ihr da nicht happy werden, weil einfach, ihr könnt es nicht mit Search oder irgendeinem anderen Kanal vergleichen, der einfach näher an der Conversion, am Intent dran ist. Deswegen möchte ich halt unbedingt gerne auch das Attributionsmodell kurz ansprechen. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und es dauert auch Zeit. Ich merke halt, da ist jetzt so langsam schon auf wirklich so ein Trend in der Branche, wo man weggeht vom Last Click und viele sagen mir dann auch, ja, ich verspreche dir auch, ich gucke mir das in Google Analytics ja auch schon an, wo denn eigentlich der User herkam. Aber wenn meine Performance dann nachher nicht gut ist, dann heißt dann doch wieder, ja, aber ihr müsst ja da trotzdem eine Conversion generieren. Deswegen, ich sage es euch jetzt hier vorab, ne? Wenn ihr kein vernünftiges Modell da habt und nur Last Click macht, wird so eine Content-Marketing-Kampagne auf Performance-Optimierung keinen Sinn machen. Na, da werdet ihr unglücklich sein. Wenn ihr es aber richtig versteht, den richtigen Content einsetzt und dann vielleicht auch ein vernünftiges Retargeting aufgesetzt habt, könnt ihr sehr happy sein, weil ihr könnt qualifizierte Klicks von richtig guten Usern relativ günstig einkaufen und die dann über andere Performance-Kanäle abholen oder, wie ich vorher gesagt habe, mit uns abholen. Na? So, jetzt habe ich sehr theoretisch gesprochen und euch hoffentlich nicht allzu sehr erschlagen. Und jetzt bringe ich dann doch mal noch mal 2 Beispiele mit, um euch zu zeigen, wie das dann in der Realität aussieht. Das ist Secret Escapes. Wer kennt Secret Escapes? Oh, na, TV-Werbung wirkt, kann ich hier sehen. Die gehen natürlich wahnsinnig aus und haben viel an ihrer Brand Awareness gemacht. Kommen aber auch natürlich zu uns und sagen, okay, wir wollen wirklich Leads generieren, die sich direkt bei uns registrieren. Und wenn man das tut und Mitglied von Secret Escapes wird, bekommt man ja auch die Chance, bis zu 70% Preisnachlass zu bekommen auf einen Traumurlaub. Na, also die haben, glaube ich, nur 4- und 5-Sterne-Hotels, also auch schon in einer sehr speziellen Zielgruppe. Und die sind zu uns gekommen und haben gesagt, okay, Mensch, wir würden das gerne machen, könnt ihr uns helfen? Wie kann sowas denn überhaupt aussehen? Dann haben wir gesagt, okay, klar, ihr braucht auf jeden Fall erstmal eine Headline, die wieder vorqualifiziert. Luxushotels soll ja nicht jeder draufklicken, soll ja schon auch eine Art Zielgruppe sein, die sich gerne selber im 4- und 5-Sterne-Hotel sieht, also nicht irgendwie im Campingurlaub. Und dann haben wir ein bisschen Spannung reingebracht, ne? Dieses magische Wort Trick, ne? das kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Und auch wieder, dass jemand was nicht verraten will, ne? Da ist die Spannung mit drin, trotzdem aber vorqualifiziert. Ne? Also wir haben bei so einer Headline haben wir nicht viele, die bouncen, weil die Leute eben sehr genau wissen, was sie denn überhaupt erwarten wird. Spannende Landingpage, wie sieht das aus? Da seht ihr eben, ist super einfach, das erstmal zu verdauen. Schönes Bild oben, na, jeder möchte mal so liegen wie die Dame, ganz entspannt, mit einem tollen Ausblick aufs Meer. Ganz easy, exklusive Luxushotels zu günstigen Preisen. Und dann, was ich das Schöne hier finde und was ich vorher gesagt habe, holt die User ab, die schon nach dem Bild sagen, ja, mache ich, wo muss ich mich registrieren? Gleich hier, dieser blaue Link, jetzt kostenlos anmelden und die Welt entdecken, ne? Also da, und für alle anderen, haben wir hier ein bisschen mehr Text. Ne? Nochmal schöne Abschnitte, super simpel. Und dann am Ende der Button eben. Und der ist noch nicht mal perfekt, der könnte noch ein bisschen subtiler sein, der ist schon sehr butty-clicky-mäßig, aber okay. Na, wir müssen auch mit denen ja noch an ein paar Sachen arbeiten. Und hier war wirklich spannend, also was auch nochmal wichtig ist zu wissen, es hat schon 3 Monate gedauert, bis wir diese Kampagne super optimiert haben. Einfach auch, weil es am Anfang Zeit dauert. Also wenn ihr jemand seid, der nach einer Woche schon CPO-Ziel erreicht haben muss, weil sonst Geldhahn abgedreht wird, ist schwierig. Ne? Wir haben natürlich auch nicht vorher im Kopf und wissen ganz genau, was braucht jetzt die Zielgruppe hier von Secret Escapes. Ne? Da muss man mal eben rumprobieren, wenn ihr noch niemals diesen Kanal benutzt habt. Was ich als Tipp geben kann, wenn ihr Facebook-Kampagnen macht, und da was Erfolgreiches aufgesetzt hat, das kann sehr gut funktionieren. Weil ich habe ja am Anfang gesagt, Facebook ist mittlerweile eben auch ein super Tool, wo man neue Produkte und Services discovert. Und genauso ist es bei uns eben auch. Wir sind nur nicht im Social Network, sondern wir sind im Open Web auf Publisher-Seiten. Ja, und na, wir haben es dann geschafft, deren CTR wirklich zu erhöhen und bei konstanter Conversion Rate. Und Ziel ist natürlich für uns auch immer, wenn wir den CTR so hoch wie möglich machen können, können die halt günstig einkaufen. Also für alle die, die es vielleicht nicht wissen, wir sind ein CPC-Bidding-Modell.
Der Algorithmus optimiert aber auf CPM. Das heißt, für euch ist ganz wichtig das Zusammenspiel aus CTR und CPC. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr möglichst günstig einkaufen könnt und da happy seid. Deswegen immer an den Headlines arbeiten. So, hier macht noch einmal jemand kurz ein Foto, dann nutze ich das wieder. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht für eine Conversion-Kampagne. Und zwar haben wir da den Kunden Lisa. Ihr habt ja bestimmt in Deutschland auch diesen unglaublichen Matratzentrend mitbekommen. Ne? Ist ja also unglaublich, diese Companies, die gibt es auf einmal Wahnsinn. Ich war selber überrascht. Und das ist natürlich im ersten Augenblick, dachte ich so, puh, Matratze online verkaufen, ohne Probe zu liegen. Und dann ist es ja auch nicht so günstig, wie wir wissen. Ne? Wir haben eine Matratze zwar ziemlich lang, bis zu 10 Jahre wohl im Schnitt. Trotzdem ist da natürlich online nicht auf den ersten Blick der Kanal. Wir haben aber trotzdem gesagt, okay, super spannend, was habt ihr denn vor? Die haben uns gesagt, ja, wir haben schon einiges ausprobiert, haben auch viel Brand Awareness gemacht und haben dafür haben sie zum Beispiel externe Artikel genutzt, wo über sie geschrieben wurde. Wir haben jetzt aber einfach nicht so Glück mit den Conversions. Klar, macht ja auch Sinn. Ne? Ich habe ja gesagt, wenn ihr Content von Stufe 1 habt, Brand Awareness, gibt es halt auch keine Conversion. Aber dann haben wir gesagt, okay, lasst uns doch unsere Retargeting-Funktionalität nutzen und all die Leute zurückholen, die schon mal so einen Artikel gelesen haben und auf eurer Seite waren. Und da machen wir das dann auch ganz simpel mit wirklich so einer Headline. Okay, das ist ein bisschen lustig, der erste Satz, aber dann klar auch wieder $100. Das ist ein Angebot, hier habe ich ja gesagt, ein Incentive funktioniert wahnsinnig gut. Und so haben wir dann die Leute halt eben auch auf eine sehr direkte Seite geschickt. Na, da brauchen wir jetzt nicht mehr anfangen mit Content. Die waren ja schon mal da na, und haben sich auch irgendwann mal mit Lisa beschäftigt. Deswegen direkt in den Shop. Und ihr werdet es nicht glauben, diese Jungs haben einen unglaublichen Return on Ad Spend. Wir haben es nach 7 Monaten geschafft, den Return of Ad Spend mit einem Faktor 6 zu haben. Das heißt, für jeden investierten Dollar haben sie 6 zurückbekommen. Und das ist schon Wahnsinn. Also da nochmal einfach im Vergleich... Content macht eben nur dann Sinn, wenn wir relativ früh im Funnel sind und wenn es um Performance geht, muss der Content eben entsprechend darauf abgezielt sein. Na, also hier erstes Learning heute, nutze Content bezogen aufs Produkt und den USP. Denkt an mein Dating-Beispiel, na, lieber 8 gute Gründe, warum man Online-Dating nutzen soll, statt 12 Tipps fürs erste Date. Dann gebt den Usern einen Grund, sich zu registrieren finanziell oder eben irgendwie anders. Call to Actions nicht vergessen. Keine Conversion-Kampagne ohne Retargeting. Also wenn jetzt hier diese 200 Leute hier den Raum verlassen und das machen, da wäre mein Leben schon mal viel einfacher. Das wäre sehr schön. Und dann, wir sind jetzt in dem Fall nicht so sehr in dieser Präsentation drauf angegangen, aber jedes Device funktioniert natürlich auch anders. Ne? Also ich empfehle immer, vielleicht mit einem Device zu starten, niemals ein Device in eine Kampagne zu packen. Ne? Ich habe viele, die sagen, ja, aber Desktop und Tablet funktioniert doch genau gleich. Nee, stimmt eben nicht. Die Zielgruppen sind eine andere. Tablet benutzt man vielleicht eher mal am Wochenende. Ein Desktop-Computer unter der Arbeitszeit oder während der Arbeitszeit oder dann am Abend. Also da bitte wirklich drauf achten. Versucht nicht, alle verschiedenen Plattformen oder alle Devices mit einer Strategie zu killen. Das wäre einfach zu einfach. Bei ganz, ganz wenigen Produkten funktioniert das. Sonst immer lieber bei manchen Produkten Mobile First, wenn es um Apps geht oder jungen Produkten, bei den anderen eher Desktop First. Ne, Tablet First habe ich eigentlich nie. Leider. AB-Tests, genau, denkt an meinen George Clooney-Fall. Probiert es einfach aus. Testet verschiedene Werbemittel, verschiedene Bilder in einer Kampagne auch gleich. Und wenn ihr mehr Zeit habt, natürlich auch verschiedene Landingpages. Ach so, und deshalb muss ich natürlich versprechen, ihr müsst natürlich auch wissen, wie sind die jetzt eigentlich verwandt. Deswegen lest mal kurz durch, ich komme auch immer durcheinander, wenn es dann um Ur-Oma-Ur-Oma geht. Aber es sind natürlich einige Generationen dazwischen, aber es ist wirklich wahr. Lincolns Mutter Nancy Hanks war die Halbschwester von Mary Ann Sparrow, die Ur-Oma von Clooneys Ur-Oma. Als letzter Fakt, wenn ihr nichts mitnehmt, nehmt das mit. Okay, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo die Zettel für euch spannend werden. Also die, die interaktiv werden wollen, können das jetzt tun. Und zwar dachte ich einmal, ich frage jetzt mal ins Audience rein, was ihr mitgenommen habt und gebe euch so einen kleinen Case. Wir hatten ja jetzt erst vor kurzem Valentinstag und ich hatte da einen E-Commerce-Store, der sich auf Schmuck spezialisiert, der zu uns gekommen ist und hat gesagt, hey, wir wollen unbedingt eine Valentinstag-Kampagne machen. Ah, jetzt gehen die ersten schon, die wollen keine Aufgabe machen. Alles klar? Ist okay. Und die sind auf uns zugekommen mit folgender Aufgabe. Also E-Commerce-Brand für Schmuck,
Ziel sind es, Verkäufe zum Valentinstag zu generieren. Klar, Zielgruppe Männer, na, wir Frauen sollen ja beschenkt werden, zumindest hauptsächlich. Und die aktuelle Strategie war, warum Geschenke aus Schokolade zum Valentinstag nicht mehr gut genug sind. Und jetzt hoffe ich, wenn ihr so eine Headline seht, dass ihr gelernt habt, dass man damit keinen Schmuck verkaufen kann. Ne? Wunderbarer Content, super schön gemacht, war Brand Awareness Content, aber für die falsche Stufe. Und jetzt würde ich euch bitten, einfach mal in euch zu gehen. Wir haben so 5 bis 10 Minuten maximal. Ich guck mal, wenn die erste Reihe es ausgefüllt hat, legen wir los. Aber mich würde interessieren, ihr seid alles Marketingleute, denkt euch mal in so einen Schmuck-Online-Shop rein. Was würdet ihr denn für Headlines empfehlen? So, ich habe jetzt kurz Pause und ihr dürft mal nachdenken. Ja, hier vorne habe ich jemanden auch aus der Kreativagentur, da erwarte ich dann natürlich auch entsprechend Ergebnisse. Ah, falls jemand Stifte braucht, Will. If anyone needs a pencil, that's your task. Wir haben hier nämlich Stifte irgendwo, falls jemand einen braucht. Ich habe, glaube ich, hier, lass mich mal gucken. Ja, perfekt. Haben wir doch extra mitgebracht. Komm, wir teilen das mal auf. Ich nehme auch ein paar. Irgendjemand? Komm. Aber du kannst ihn auch nur mitnehmen, musst auch nicht mitmachen. Jemand anders? Ja. Könnt ihr die mal weitergeben einfach? Ich gebe mal so 2 hier rein. Noch irgendjemand? Ja? Ja? Stift? Sind alle versorgt hier auf den hinteren Plätzen? Ist wie in der Schule, ne? Die vorne machen mit und die hinten sind schon eingeschlafen. Aber macht ihr nichts? Okay, so die ersten Headlines stehen schon. Ich würde dich dann auch gleich mal bitten, so mal durch die Reihen zu gehen. Nee, sei einfach lustig sein. Es geht ja auch nicht um euer Produkt. Na, ihr könnt euch einfach mal reindenken, was ihr denen empfehlen würdet. Ich sage auch nicht, wer es war. Ich schaue jetzt mal, wer gerade hier schon einigermaßen weit ist. Hat jemand was ganz Gutes und will es direkt vorschlagen? Braucht ihr noch einen Moment länger? Hier wird schon ein bisschen gelacht, das will ich auf jeden Fall wissen, was da steht. Ja, also wir machen es mir so, immer eine Headline vorlesen, dann kommentiere ich kurz, was ich dazu denke und dann hören wir uns die nächste an. Und nicht scheu sein, nein, es geht ja hier um AB. Ich fange direkt einfach mal frech an hier. Also die erste ist nicht ganz ernst gemeint, 100 Valentinskracher für unter 7 Euro. Okay. Ich glaube, da habe ich die Zahlen durcheinander gebracht. Ja, waren 100 Euro, aber macht ihr nicht. Ja. Dann habe ich noch, bringen Sie Ihre 7 Partner zum Schmunzeln. Und dann vielleicht die funktionieren könnte. Klunker statt Schoki, 7 Valentins-Ideen unter 100 Euro. Ja, die ist sehr schön. Also na, bei den ersten 2 habe ich gemerkt, da ist mehr der Kreative, der will natürlich auch immer einen breiten Content, was Emotionales. Aber die letzte ist natürlich für eine Performance-Kampagne sehr gut. Wer traut sich noch? Noch jemand was geschrieben? Hier, komm, ich sehe noch was auf deinem Blatt. Ziemlich langweilig, aber das habe ich jetzt hier gelernt. Das perfekte Valentinstagsgeschenk unter 100 Euro. Ja, 10 von 10 Punkten. Sehr gut. Die Zahlen bleiben eindeutig hängen. Ja. Noch jemand was ohne Zahl? Ah, okay. Die erste Reihe, ist gut, ne? Dabei. Das Valentinstagsgeschenk, das sich deine Freundin insgeheim wünscht. Ich habe auch so eine ähnliche Headline geschrieben. Sehr gut. Richtig cool. Na? Weil da macht man den Männern so ein bisschen, oh Gott, was könnte die sich wünschen? Na? Viele Männer stehen oft vor dem Rätsel, was sich die Freundin wünscht. Sehr, sehr gut. Ja. Vielleicht mal noch mal jemand von hinten. Noch mal jemand? Interessant, ob da auch meine Message eine Meldung angekommen ist. Das ist schön. Bitte.
Ich habe zum Beispiel, Sie werden nicht glauben, was Frauen zum Valentinstag wirklich haben wollen. Ja, ja, das ist richtig gut. Das ist sehr starke CTR. Ja, super. Ja. Da kann man günstig einkaufen. Ja, und dann noch ist halt eher, Ihre Frau macht große Augen, ihr Portemonnaie freut sich auch. Also. Ja, nee, sehr gut. Ja, klasse. Ich hätte geklickt, glaube ich. Naja, gut. Ja. Haben wir noch einen? Okay, nein, ich denke, also ich freue mich, es sieht schon so aus, als wenn so ein bisschen die Message angekommen ist, was für Art von Headlines man braucht. Und jetzt hier nur als Beispiel, ich habe auch drei mitgebracht, die wir dann auch verwendet haben. Ne? Tolle Schmuckgeschenke zum Valentinstag unter 100 Euro. Nein, ich kann schon nicht mehr reden. Oder warum Schmuck am Valentinstag einen guten Eindruck hinterlässt. Das natürlich spielt auch so ein bisschen mit dem Mann, ne? Dass er sich ein schlechtes Gewissen bekommt. Und dann eben 7 Schmuckstücke, die deine Frau sich zum Valentinstag wünscht. Geht so in die Richtung, wie die beiden Damen hier vorne gemacht haben. Also wirklich super. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand es sehr cool. Wenn sich jemand bei mir melden möchte, habt ihr hier meine E-Mail-Adresse. Ansonsten bin ich jetzt super happy, gerne auch Fragen zu beantworten. Ich würde sagen, erstmal Applaus. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Wenn jemand Fragen hat, komme ich gerne mit dem Mikro rum. Falls es welche gibt, gerne jetzt. Ja, klar. Hi. Vielen Dank für den Vortrag. Ich bin so ein bisschen themenfremd, aber habe soweit, glaube ich, alles verstanden. Ihr hattet ja diese Landingpage gezeigt für Secret Escapes. Ja, wir können ja nochmal hingehen. Da geht es ja um Luxushotels im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich fand jetzt die Landingpage so rein artdirektorisch überhaupt nicht luxuriös. Okay. Ist das gewollt, dass man sagt, okay, wir versuchen hier wirklich rein Text darzustellen? Ja. Ja, und weißt du was, ich stimme dir voll zu und natürlich auch deren Brandseite sieht viel glamouröser und schöner aus. Da komme ich wieder auf den Discovery-Mindset zurück. Ihr seid gerade auf einer Welt.de und lest einen Artikel. Ne? Also es ist so dieses Nachrichtenstyling. Ne? Und wir haben versucht, das so wenig wie möglich Unterbrechung zu machen. Ne? Dass der User sich praktisch, ich bin jetzt auch wieder in so einem Content-Umfeld. Und da geht es manchmal auch gar nicht so sehr um, das ist die durchgestylteste, schönste Website, sondern man hat halt gleich wieder so was Ähnliches hier. Na, deswegen, ich gebe dir komplett recht, das sieht nicht so sexy aus, aber funktioniert wahnsinnig gut. Ja, spannend, vielen Dank. Ja, gerne. Ich komme. Auch bei der Website, bei der Seite, habe ich mir gedacht, der Artikel selbst beantwortet das Versprechen aus der Headline ja eigentlich gar nicht. Was hat das denn für einen Effekt oder muss der Text vielleicht gar nicht dieses Versprechen einhalten? Ja, also da sage ich immer, die Headline sollte natürlich nicht misleading sein. Ne? Das heißt, wenn man halt irgendwas verspricht und man bekommt das nachher hinten raus überhaupt nicht. Hier ist es ein bisschen mit dem Wort Trick gespielt. Was die eben als Trick meinen ist, dass man praktisch das Produkt Secret Escapes noch nicht kannte. Ne? Und dass das der Trick ist, dass man sich, wenn man sich hier registriert, bis zu 70% Preisnachlass bekommt. Und das ist das, was Luxushotels angeblich dir nicht sagen wollen, weil die wollen natürlich, dass du einen vollen Preis bezahlst. Na, also es ist nicht komplett misleading, aber ich weiß, was du meinst. Also wenn du jetzt erhofft hättest, das ist der eine Trick, das muss man tun, das machen wir nicht. Also wir spielen manchmal einfach mit tollen Worten und leiten dann Leute auf die Seite. Da muss nicht immer 1:1 genau dasselbe stehen. Auch genau mit den Bildern. Na, wir haben für diese Kampagne, ihr seht ja hier, eher so einen schönen Pool und den haben wir hier gar nicht wieder. Also man kann da wirklich ausprobieren, was im Werbemittel ist, muss nicht immer 1:1 auch auf der Landingpage sein. Trotzdem sollt ihr natürlich nicht was zu eurem Produkt versprechen, was ihr nicht halten könnt, weil spätestens beim letzten Paragraph merken dann die User, das ist ja alles nur Scam und da registriere ich mich dann nicht. Okay, komme. Auch noch bezüglich der Landingpage und zwar Secret Escapes auch? Ja, genau. Ja, Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Die zielte ja auf Lead-Generierung ab, richtig? Ja. Warum habt ihr einen Link nochmal aus der Landingpage rausgemacht zum Lead-Generieren, anstatt einfach das Kontaktformular mit Name, E-Mail-Adresse direkt einzubinden? Ich bin sehr froh, dass du das sagst. Das ist nämlich ein richtig guter Punkt und wir machen das mit ganz, ganz vielen. Wir haben es mit denen noch nicht ausprobiert, aber das liegt auch wirklich so daran, weil der Kunde dann sagt hat, nee, das ist uns zu aggressiv. Wir haben aber Kunden, absolut, performt unglaublich gut. Wenn man praktisch wirklich so macht, hier den Text nicht so über die ganze Seite, sondern linke Seite Text
Und rechte Seite das Formular, was die ganze Zeit sichtbar ist, ein Traum. Ja, ich komme nämlich auch aus dem B2B-Bereich und ich habe es noch nicht anders gesehen. Ja, das absolut. War jetzt sehr überraschend für mich. Gerade beim White Paper Download oder beim Webinar, absolut gebe ich dir recht. Und wir machen das auch mit ganz vielen. Hier hat es auch ohne funktioniert, typischerweise. Die haben aber auch praktisch kein großes Formular. Die brauchen nur eine E-Mail-Adresse. Du musst dich gar nicht sonst eintragen. Und wie du sagst, im B2B-Bereich ist ja so, man will den User dann auch nochmal vorqualifizieren und muss vielleicht auch wissen, ist der jetzt in der Firma mit über 500 Mitarbeitern oder in welchem Bereich kommt der. Also guter Punkt, bin froh, dass du es gesagt hast. Wenn jemand ein Produkt hat, wo er praktisch mehrere Infos von dem User vorher braucht, ist es ein sehr guter Tipp, das Formular gleich auf die Seite zu machen. Auch bei einem Kauf übrigens. Danke. Es gab ja vor 2-3 Stunden eine ganz ähnliche Veranstaltung. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sich Taboola denn von Outbrain unterscheidet. Ach Gott, meine Lieblingsfrage. Sorry, aber... Weißt du, was meine Lieblingsantwort darauf ist? Probier uns beide mal aus und sag's mir dann. AB-Testen oder was? Ah, okay. Okay, nein, das war ein Scherz. Nee, ist ein Halbscherz. Richtige Antwort darauf ist, wir haben andere Reichweiten. Heißt, in unserem Business geht es wirklich darum, wir wollen eine Exklusivität von den Publishern. Heißt, wenn wir mit dem einen Publisher zusammenarbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der auch mit Outbrain zusammenarbeitet, sehr gering, nämlich gegen null. Weil weder der eine noch wir, oder na, wir wollen es einfach nicht. Das heißt, für euch als Marketingmenschen, wenn ihr praktisch rausgefunden habt, dass eine der Plattformen gut für euch funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die andere das auch tut und ihr einfach zusätzliche Reichweite bekommt. Und natürlich als Tech-Company haben wir natürlich andere Ansätze, was der Algorithmus angeht. Und da empfehle ich wirklich, beides zu testen. Und ich bin auch sehr happy, meinen AB-Test gegen Outbrain zu machen. Und dann sehen wir einfach, wer besser performt. Gibt es noch weitere Fragen? Wunderbar. Ich muss auch noch mal auf die Landingpage eingehen, würde sie aber gerne mit der zu der Matratze vergleichen, die vorhin gezeigt wurde. Bei der Gestaltung ist mir aufgefallen, dass diese Landingpage gar keine weitere Navigation von der Seite beinhaltet, die von der Matratze hingegen schon. Da konnte man oben, glaube ich, auch noch in andere Bereiche springen. Ja. Gibt es da Erfahrungswerte, was den Call to Action angeht? Also ich habe mal so die Grundregel gelernt, möglichst wenig Ablenkung. Den Call to Action prominent platzieren, weil da soll der User ja draufklicken. Ja, absolut. Also gerade auch, wieder bin ich sehr dankbar, dass du es ansprichst, weil ich glaube, ich wollte sogar Navigation irgendwo erwähnen und muss es übersprungen haben. Und zwar bei der Lead-Generierung ist es so, na, der User kommt von der Discovery raus, von dem Artikel und kommt auf die Seite, hatte das nicht geplant, habe ich euch alles erklärt. Und da macht es wirklich Sinn, den nicht abzulenken. Wenn man da auf eine Seite leitet, wo du eine Navigation hast und die eben halt eben auch oben ist, wo eben die Navigation hingehört, ist der User sehr schnell verleitet, dorthin zu klicken, weil er eben nicht weiß, wo er hingucken soll. Da macht es wirklich Sinn, erstmal direkt in den Artikel reinzugehen oder etwas Ähnliches oder in eine Headline praktisch und ihn da nicht abzulenken. Jetzt bei der Lisa-Kampagne war es ja so, das war eine Retargeting-Landing-Page und da haben wir natürlich jetzt auch nicht extra was für gebaut. Da haben wir in deren Shop verlinkt. Ne? Und dadurch, dass du gleich im Werbemittel auch angeteasert hast, Mensch, jetzt hast du eben für diese Limited Time Only diese 100 Dollar Offer, na, geht man auch davon aus, die User, die darauf dann klicken, erstens waren sie schon mal auf der Seite, zweitens sind sie dann auch an dem Kauf sehr doll interessiert und wenn sie dann nochmal woanders hinklicken, dann ist es auch okay. Dann brauchen die vielleicht nochmal 1-2 Infos, aber die sind einfach schon tiefer drin im Funnel. Also für dich auch wirklich nur als Tipp. Navigation, gerade bei Lead-Generierungskampagnen, eher spärlich oder vermeiden. Weil der User klickt dann halt drauf, ne? Wenn man ihm die Möglichkeit gibt, dann fängt man auch an zu denken, muss ich jetzt hier noch irgendwo klicken? Aber auch sehr guter Punkt, danke, dass du es angesprochen hast. Danke auch. Okay, wir machen das mal auf dem schnellen Wege. Reicht dir das einmal kurz hier durch? Hier ist noch eine Frage auch. Hier vorne, ja. Du meintest vorhin, dass Menschen ja gerne Menschen sehen und vor allem auch Close-Ups. Ja. Ich habe auch mal gehört, dass viele das auch mit Tieren sehr gerne sehen. Ja. Ich finde das tatsächlich sehr kitschig und würde gerne mal deine Einschätzung dazu wissen. Ist es auch, aber es wird sehr stark geklickt. Also wenn ihr sehr preissensitiv beim Einkauf seid und ihr ein Produkt mit Tieren habt, na, das ist ja auch so eine Sache. Sonst sind wir wieder bei dem Teil misleading. Wenn ihr natürlich nur einen süßen Hund nehmt, dann klicken da auch Leute drauf und bouncen dann wieder. Aber zum Beispiel, wenn es darum geht,
irgendwie ein Accessoire für einen Hund zu verkaufen oder ein anderes Tier, na, was praktisch in dem Bereich drin ist, dann macht es natürlich Sinn. Anders würde ich es nicht empfehlen. Na, sonst hast du einfach wahnsinnig viele Klicks und dann sind die Leute halt enttäuscht, wenn sie sich nicht durch eine Galerie durchklicken dürfen mit den 10 niedlichsten Hunden Deutschlands. Okay, danke. Ja. Hier vorne ist dann auch nochmal ein Herr in der zweiten Reihe. Okay, auch hier bitte einmal noch kurz durchreichen. Gebt ihr nur Tipps oder bietet ihr die Gestaltung auch im Full-Service an? Zum Beispiel, wenn man dann feststellt, Version A war nicht so gut, dass ihr selber einen Vorschlag macht, wie Version B aussehen könnte? Ja. Ja. Also auch mit einem Grafiker? Ja. Also wir haben kein Modell, wo wir das praktisch anbieten im Sinne von, man bezahlt X Amount und man bekommt das noch hinzu. Wir haben aber folgendes Modell, wenn ich mit jemandem spreche und merke, okay, da ist die Leistung gewünscht. Wir haben ein Inhouse-Content-Marketing-Team, praktisch so eine Inhouse-Content-Agentur, die schaut sich das dann auch mal an. Wenn es darum geht, wirklich eine Landingpage zu bauen, sprich, dass da auch na, von uns gefragt wird, dass wir mit dem Grafiker zusammenarbeiten, Bilder eventuell einkaufen, dann geht es natürlich schon auch mit einem höheren Spend einher. Das heißt, da müsste man schon mehr committen als mal nur einen kleinen Test. Da gibt es aber jetzt auch keine Benchmark, wo wir sagen, unter dem Bereich machen wir es gar nicht. Also Tipps wollen wir auf jeden Fall immer geben und zumindest ein grobes Konzept. Und wenn es wirklich um die finale Gestaltung geht oder auch da zumindest weiter im Konzeptionsschritt, müssen wir halt einfach Fall zu Fall sprechen, ne, wie viel ihr denn wirklich ausgeben möchtet oder probieren möchtet. Ja, gerne. Falls es noch eine Frage gibt, würde ich die noch nehmen. Ansonsten, oh, ganz okay. Hinten musst du noch mal, ja. Das ist okay. Ich habe sogar zwei Fragen. Ich habe vorhin es so verstanden, dass du empfohlen hast, direkt zum Shop zu verlinken. Meines Wissens ist das gar nicht möglich auf eurer Plattform. Ist möglich. Ist möglich? Ist möglich. Ohne Content? Ohne Content. Wirklich? Okay. Ja, also so war unser ich hier Account-Manager stehe, hat so war ich hier immer stehe. Gesagt, das ist nicht möglich, weil ihr eine Content-Plattform werdet. Wann habt ihr denn das angefragt? Ja, vielleicht von einem halben Jahr ungefähr. Nee, also wir machen das jetzt schon länger, dass wir wirklich Performance-Kampagnen direkt in Shop-Kategorien rein oder auf Performance-Landing-Pages draufziehen. Also wir sind nicht die reine Content-Discovery-Plattform, habe ich auch heute, glaube ich, keinmal gesagt. Ich habe immer gesagt, wir sind eine Discovery-Plattform, keine Content-Discovery-Plattform. Okay, positiv ja. Überrascht bin ich. Und dann noch eine Frage. Wir arbeiten viel mit euch. Wir verkaufen Premium-Produkt, das heißt, genau diese Headlines machen einen unglaublichen CTR. Auf der anderen Seite, die Conversion Rate ist richtig schlecht. Wir haben die Erfahrung gemacht, wir zahlen lieber einen höheren CPC und machen so ein Mittelding. Das heißt, ja, deine persönliche Einschätzung, weil man kann wahnsinnig viele Klicks generieren, aber auf der anderen Seite, die Conversion Rate geht natürlich auch runter, gerade mit sehr teuren Produkten. Ja. Nee, auch wieder sehr, sehr gute Sache, die du ansprichst. Also ich empfehle halt immer zwei Sachen. Wenn ihr zum Beispiel andere Kanäle schon erfolgreich zum Beispiel für Retargeting nutzt, dann kann man natürlich Taboola so einsetzen, dass man wirklich die Klicks gut reinspült, da auch hier hohen CTR hat und natürlich nicht clickbaitig sein, weil die sollen ja vorqualifiziert sein, die User. Dann macht es Sinn, das so zu tun, wenn man praktisch einen anderen Kanal hat, um die User abzuholen. Wenn du aber so, wie du beschreibst, dann doch lieber gleich in der ersten Session eine Conversion oder ein Lead generieren möchte, dann macht es wirklich Sinn, wie du vollkommen sagst, lieber den höheren CPC in Kauf zu nehmen, dafür qualifizierte User, die dann aber auch direkt am Kaufen sind oder sich registrieren. Also es kommt wirklich darauf an, wie ihr sonst im Marketing aufgestellt seid. Ne? Also beide Möglichkeiten können sehr erfolgreich sein. Halte ich für eine gute Abschlussfrage, wenn das für dich okay ist. Ja? Dann würde ich nochmal sagen, vielen Dank für die interessante schön. Fragerunde, auch an euch. Ich fand super, dass ihr echt so viel mitgearbeitet habt. Das war schön. Mehr als in anderen Masterclasses, nur unter euch. Und deshalb nochmal Applaus und vielen Dank. Dankeschön.